Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 3 Gameplay Commentary. Und zwar habe ich heute für euch ein Herrschaftsmatch auf der Map Underground von Pixel Tweakers mit der AZR mit Rotpunktvisier und noch einem Aufsatz erspielt. Erweiterte Magazin, denke ich. Ja, stimmt. Sieht man ja. Also mit Rotpunkt und erweiterten Magazin ist erspielt. Das Gameplay ist richtig gut. Die Perks weiß ich nicht genau. Habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. Aber man sieht es ja, wenn er stirbt. Als Killstreaks hat er dabei Predator, Präzisionsluftschlag und Reaper. Das heißt, wir sehen nicht so ein krasses Killstreak-Bash, wie man jetzt 9, 12, 17 zockt. Was ich eigentlich ganz gut finde. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ist das Gameplay nicht von mir, weil ich dieses Spiel nicht mehr spiele. Dieses Spiel wird sich mit mir auch nicht mehr anfreunden. Und ja, ich werde es natürlich immer wieder versuchen, aber ich denke nicht, dass ich mit diesem Spiel noch eine erfolgreiche Beziehung eingehen kann. Ja. Mal sehen. Ich denke aber eher nicht. Okay. Es ist ja jetzt eine Perk-Liste für Black Ops 2 rausgekommen. Black Ops 2, das Spiel, auf das ich noch baue. Beziehungsweise immer noch gebaut habe. Ich habe mir gesagt, Black Ops 2, das wird wieder was. Ich habe gesagt, von Anfang an, ja, Black Ops 3, das von Treyarch, die kriegen das schon irgendwie hin. Die denken noch irgendwie an die Gamer. Und als ich jetzt die Perkliste gesehen habe, niemals. Das ist unglaublich, was ich da gesehen habe. Ich lese mal ein paar Auszüge vor. Man weiß natürlich nicht, ob diese Perkliste stimmt, aber ich denke schon. Hier wurde in die Welt gesetzt, wahrscheinlich von Treyarch selbst, um ein bisschen Aufruhr um das Spiel zu erwecken. Und ja, es gibt halt ein paar Perks. Ich verstehe nicht, was die Scheiße soll. Also fangen wir mal mit dem ersten Perk an, was hier aufgelistet ist. Das ist Spy. Es sorgt dafür, dass man als, auch wenn man im Gegnerteam ist, bei den Gegnern als Teammitglied angezeigt wird. Also wenn man dann auf in der Nähe der Gegner rumläuft, dann sehen sie dich nicht als Gegner, sondern als Teammate. Das ist ein totaler Scheiß. Das ist total einfach, sich dann mit einem Knife oder so in die Gegnerbase zu schmuggeln und da einfach alle zu knifen. Das ist so extrem einfach und bis die das merken, heutzutage bei den Noobs, die unterwegs sind, bis die das merken, ist schon wieder Schluss mit lustig. Da hat er schon seine Killstreaks oben und ja, also für mich ist das ein totaler Scheiß und es geht komplett wieder in die falsche Richtung und es geht komplett in die Richtung, in die Modern Warfare 3 noch gegangen ist und ich dachte echt, es geht nicht schlimmer als MW3, aber es geht schlimmer, anscheinend, ja. Und das zweite, was hier gleich steht, ist echt unglaublich, das ist wirklich... Oh, da kriege ich echt Kopfschmerzen, wenn ich das sehe. Und zwar ist das Escape Artist. Wenn man nämlich angeschossen wird und man legt sich hin, dann entflieht man sozusagen dem Tod, weißt du? Und jeder kennt es, man schießt auf den Gegner, er fällt hin und dann denkt man, er ist tot. Also wenn er, und dann hat er in Wahrheit noch Second Chance, Final Stand oder sonst irgendeinen Scheiß. Und dann geht man schon wieder in den Sprint über. Das haben viele Leute, so wie ich auch, einfach in sich drin. Aber wenn das so geht, dann kann man immer noch schön auf noch eine halbe Minute weiter drauf ballern auf die Leiche, die dann wahrscheinlich, beziehungsweise auf die Leiche, die so tut, als wäre sie eine. Und das ist doch wirklich so eine total unnötige Sache, die das Spiel einfach nicht gebraucht hat. Und also für mich ist das echt eine der dümmsten Erfindungen, die sie je hätten machen können. Lustig wäre, wenn man dann komplett als Leiche da liegt, da werden ihm dann zum Spaß noch Punkte angezeigt und in Wahrheit bist du gar nicht tot. Und dann hat er gar keine Möglichkeit mehr, das rauszufinden. Aber so ist es ja zum Glück nicht. So ist es ja dann noch ein bisschen fair, ne? Weil für mich ein richtiger Scheiß. Dann, ja, an sich, der Rest geht eigentlich in Ordnung. Aber es ist auch so eine sinnlose Scheiße dabei, die echt keiner braucht. Diver. Man kann so einen Dolphin Dive machen, also dass man rennt und dann in Deckung springt. Und man kann während des Springens noch schießen. Und, das ist meiner Meinung nach ein totaler Scheiß. Es ist, meinetwegen ist es eine tolle Idee, dass man, es kommt vielleicht so cool, hey, ich werde verfolgt, ich spring mal in die Ecke. Aber wie oft kommen solche Situationen vor? Ich werde sehen, dass die ganze Zeit nur um die scheiß Ecken springen, die ganze Zeit von links nach rechts durch die Gegend springen mit Diver. Und, ja, dann das zweite, also in der Pro-Version von Diver kann man dann schneller kriechen. Zweimal so schnell nämlich und wenn man dann noch Extreme Conditioning, also was wie Marathon hat, dann kann man dreimal so schnell ja, kriechen und hier steht sogar, dass man sogar im Liegen sprinten kann. Was ist denn das für ein Schrott? Wer kommt denn auf solche Ideen? Das ist eine der dümmsten Sachen, die ich je gehört habe, ohne Witz. Ich verstehe es nicht. Also, warum macht man nicht einfach Perks,
die sich auf das Wichtigste beschränken, wie Plünderer, Fingerfertigkeit, ruhige Hand, Ninja, so ein Zeug. Das sind Sachen, die beschränken sich auf das Wichtigste und das sind Sachen, die man braucht. Das, was hier in dieser Perk-Auswahl ist, das sind keine Sachen, die man braucht. Das kann mir niemand erzählen, dass irgendwer unbedingt Diver braucht, damit er in die Ecke springen kann. Also, das ist einfach so die Scheiße. Man muss mehr Schnickschnack machen. Das ist auch bei Battlefield so, was mich stört. Es gibt so viel Schnickschnack, anstatt sich einfach mal auf das Simple, ja, zu beschränken. Das ist natürlich nicht das Ziel von Battlefield. Battlefield ist ein umfangreiches, realistisches Spiel. Aber für mich muss Call of Duty nicht so eine Art von. Sch also muss Call of Duty nicht so ein komplett umfangreiches Spiel werden mit total viel sinnloser Kacke, die kein Mensch braucht. Also das ist für mich total sinnlos. Ich verstehe nicht, warum das so sein muss. Und ja, total simple Perks hätten es für mich komplett getan. Und ich denke auch, viele werden jetzt natürlich sagen, ja, die Noobs finden das so besser. Aber was, die Noobs fänden doch auch simple Perks total in Ordnung. Ich meine, Call of Duty 4 waren super, hat sich super verkauft, obwohl die Perks simpel waren. Und jetzt sagt man natürlich, ja, haha, aber MW3 hat sich besser verkauft und da waren die Perks schon lange nicht mehr so simpel. Und Black Ops, wenn sie die jetzt noch weniger simpel machen, noch behinderter, dann verkauft es sich bestimmt auch noch besser. Aber das denke ich nicht, dass sie das dafür extra machen müssen. Ich denke, das verkauft sich sowieso, also das verkauft sich so oder so besser. Weil, es wird immer so sein, dass immer wieder Leute dazukommen. Call of Duty ist der bekannteste Ego-Shooter, also der berühmteste, sag ich mal. Und der sich am meisten verkauft. Und deshalb werden es auch immer mehr Leute kaufen. Und ob sie da jetzt die Perks simpler machen oder nicht, das ist eigentlich kein wirklicher Unterschied. Es wird sich immer mehr verkaufen und da wird sich auch nichts dran ändern. Vor allem, weil Leute wie ich als Kommentator und andere Kommentatoren, wir werden uns Call of Duty Black Ops 2 kaufen. Und warum? Weil wir die Gameplays kommentieren wollen. Weil wenn wir das nicht machen, dann kommen sie alle an, bring mal Black Ops, kriegst ein D-Abo. Ich bring zwar auch kein MW3 wirklich, aber zwischendurch doch immer. Und ja, wenn sie dann das Allerneueste nicht am Anfang bringen, und das habe ich ja mit MW3 auch gemacht, schön am Anfang gebracht, und das muss man als Kommentator auch machen, wenn man das nicht macht, ja, dann ist man ganz schnell auf dem Abstellgleis und niemand interessiert sich mehr für das, was du machst. Und das ist für Kommentatoren schon eine wichtige Sache. Und ja, wir sind sozusagen gezwungen, es zu kaufen, aber ich denke, ich hätte es mir sowieso gekauft, um einfach mal zu sehen, ob sie es wieder so verbocken können. Und wie es aussieht, werden sie es wieder so verbocken. Ich habe schon richtig Angst, die Maps wieder zu sehen. Es werden wahrscheinlich wieder kleine, überdachte, verwinkelte Maps sein. Das wird einfach ein richtig dreckiger, mieser Scheiß. Aber naja, man kann sich, das kann man jetzt alles so sagen. Aber man wird es erst sehen, wenn man die ersten Gameplays sieht, wenn man es selber spielt. Darauf kommt es im Endeffekt an. Das werde ich auch machen, weil darauf kommt es, wie gesagt, am Ende an. Und ich lasse mich jetzt nicht von so einer Scheiße beeinflussen, auch wenn ich dann vielleicht am Ende sage, ja, jetzt hast du 60 € umsonst ausgegeben. Haha, lustig. Man muss es ausprobieren und es ist nun mal so, Multi. Es ist nun mal so, dass Black Ops 2 dann das neue Call of Duty ist und man will natürlich das neueste Call of Duty zocken. Ich will doch jetzt nicht dauerhaft Call of Duty 4 zocken. Das Spiel ist 5 Jahre fast alt. Und natürlich will man dann das neueste zocken, aber wenn das neueste dann so ein Scheiß ist, dann ja, ist echt ein Kack eigentlich und ich finde es extrem schade. Aber ich gebe wirklich Call of Duty Black Ops eine Chance, indem man MLG-Playlist einbaut. Also eine Playlist, wo es dann keine Perks, keine Killstreaks gibt und die Perks sich nur auf das Wichtigste beschränken, die Aufsätze auch. Und vielleicht sowas wirklich, so eine Art Pro-Mod, wo es dann komplett ohne Killstreaks ist, ohne Perks, ohne Aufsätze. Oder sowas, wie es in Call of Duty 4 gab, so eine Art klassisches Frei für alle hieß das da. Es ging in die Richtung Halo, die Gegner haben mehr ausgehalten, man konnte höher springen und so. Und das ging schon richtig in die Richtung Halo. Und das fand ich schon richtig gut. Warum können sie nicht sowas einfach machen? Denkt man sich jetzt. Ja, warum sollten sie es machen, wenn es eh kaum wer spielt? Es ist ja nur sinnloser Aufwand von einer halben Stunde. Und eine Playlist, die wir dazu noch betreiben müssen. Also, das wäre wirklich ein kleiner Aufwand. Ich denke nicht, dass das so viel Aufwand kosten würde. Natürlich müsste man rausfinden, müsste das alles richtig konfigurieren, aber ich denke nicht, dass das so ein Riesenaufwand wäre, das zu machen. Und wenn sie das machen würden, dann wäre das Spiel wirklich hätte das auf jeden Fall einen Sinn, das zu kaufen für mich, weil das würde dann wieder richtig Bock machen. Das wäre wieder so in die Richtung Call of Duty 4 oder in die Richtung Halo, wo jeder die gleichen, ja, die gleichen Voraussetzungen hat und wo jeder immer noch die gleichen Chancen hat und das wäre schon richtig geil. Denn wenn Black Ops 2 jetzt ein richtiger Scheiß wird, dann
Frage ich mich ehrlich, wie das Jahr für mich zu Ende gehen soll. Was gibt's denn noch so für Spiele? Medal of Honor Warfighter. Wenn das wird wie Medal of Honor 1, dann können wir das schon vergessen. Weil das hat mir überhaupt nicht gefallen. Viel zu viel gekämpft, viel zu früh sterben. Okay, dann gibt es auch noch zur Auswahl Halo 4. Was ich da bisher gehört habe, könnte echt scheiße werden, aber es gibt da immer noch MLG. Halo 4 wird also eine der Möglichkeiten, die man das Jahr über zocken kann. Dann war es das eigentlich schon. Mir fällt nichts Sonderliches ein, was dieses Jahr neu rauskommt an Ego-Shootern, an Multiplayer-Ego-Shootern, was man rausbringen könnte. Also, ja, man ist schon so ein bisschen auf Call of Duty angewiesen und ich mag ja auch Call of Duty und ich will ja auch das Neueste spielen, aber wenn das neueste Call of Duty immer so ein Scheiß ist, warum soll ich es dann spielen? Ich sehe da keinen Sinn drin. Und ja, ist ziemlich schade eigentlich. Schreibt mir mal eure Meinung bitte in die Kommentare zu den Black Ops Perks, also zu den Black Ops 2 Perks und was ihr dazu meint, ob es sich lohnen würde oder ob sie es machen würden, sowas einzubauen wie so eine Pro-Mod-Playlist und generell eure Meinung zu allem, was ich hier angesprochen habe. Ja, muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Und ja, das Gameplay ist jetzt hier so gut wie vorbei. Ich weiß gar nicht, wie das Score ist. Ihr seht es ja jetzt gleich am Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir euren Titan-Shit wieder in die Kommentare. Und ich würde sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denne, ciao.